Hallo und herzlich willkommen zurück bei RimWorld und ja, wir werden mal weiter hier an unsere Kolonie bauen. Und zuerst muss ich mal gucken, ich glaube wir bräuchten zur Sicherheit noch eine zweite Windturbine, denke ich mal. Obwohl eigentlich nicht, eigentlich könnte ich ja dann mal gucken, was ich gerade erforsche. Elektrischer Schmelzofen, okay. Danach sollte man dieses Geothermal Kraftwerk erforschen, dass ich dann eben zu hinsetzen kann. Wenn ich schon den Vorteil habe, dass ich einen Geysir vor der Haustür habe. So, mal gucken. Ich sollte auch mal ein wenig die Unterkünfte vergrößern, weil die Kolonisten mögen das natürlich nicht, wenn sie in so einer winzigen Bude hausen. Dann werde ich eventuell das ein bisschen vergrößern. Mal gucken. Bräuchte so eine Art Esszimmer. Weil die mögen das natürlich auch nicht vom Boden zu essen. So, mal gucken. Wie machen wir denn das? Das abreißen und vier große? Ne, drei große. Mal gucken. Zuerst mal bauen wir da ein wenig an. Wir bauen nicht aus Stahl, sondern mit Holz. Mache ich das so. Sollte natürlich aufpassen, dass das Gebäude nicht quasi die Sonne nimmt von unserem Solarkraftwerk. So. Dann könnte ich die eigentlich, die Räume, oder? So, nach hinten mal weiter. Dann mache ich hier den. Das ist ein bisschen unregelmäßig, glaube ich. Das kommt dann weg. Oh ne. Weg die Wand. Die Wand versetzen wir. Das kann so bleiben. Tja. Bett verschieben wir natürlich auch. Aber das soll erstmal passieren, die Betten, wenn quasi das Grundgerüst gelegt ist. So. Wie sieht es eigentlich aus mit meinem Holz? Ich sollte mal gucken. Eigentlich haben wir jetzt ziemlich viele Bäume. Ich denke mal, so viele Bäume werde ich gar nicht verarbeiten können. Irgendwann fange ich dann später lieber an, mit Stein zu bauen, anstatt mit Holz. Aber trotzdem brauche ich erstmal noch ein wenig Holz. So, okay. Fehlt noch Strom, warum fehlt Strom? Weil wir keinen Stahl haben, okay. Wir haben keinen Stahl. Da oben ist ein bisschen Stahl, würde ich sagen, aber das ist doch schon ein bisschen hart. So, bauen. Das brauche ich nicht. Ach, hier ist ja auch Stahl, sehe ich gerade, okay. Da haben sie schon den Befehl, das abzubauen, aber irgendwie macht das gerade keiner. Bergarbeiten, okay. Da war zwei. Na nicht. So, bräuchte ich noch für ein Kühllager, das ist ausreichend kalt, ein Lager, ein Sonnending. Ich denke mal, die Werkstatt muss ich dann noch vergrößern, weil kommen ja noch ein paar Tische dazu dann später. Und vielleicht richtig jetzt ein paar Zellen mehr oder weniger. Weil könnte noch natürlich passieren, dass wir dann irgendwann mal jemanden gefangen nehmen. Natürlich noch weg die Ameisenbäume, aber die sind nicht schon ausgewachsen. Die sind noch nicht ausgewachsen, deswegen kann ich die noch nicht wegmachen. Aber erstmal habe ich gar genug Strom. Right. So, hier wollte ich ja ein bisschen Licht machen, anscheinend. So. Dann muss ich natürlich noch, habe ich eigentlich einen Abfallbereich? Ich glaube, ich habe keinen Abfallbereich. Abfallzone. Wo machen wir die hin? Wir machen einfach hier hin. Dann muss ich natürlich nämlich noch sagen, dass wir hier diese ollen Brocken da wegmachen sollen. Die sieht ja nicht schön aus. Wie sieht es aus mit Holz? Holz ist auch knapp, aber ich habe den Befehl gegeben zum Holzfällen.
sollte die Wand lieber hier lang ziehen, oder? Mal gucken, vielleicht findet er das jetzt schon geräumig. Kann er noch Dekoration einbauen oder so was. Oh, scheinbar habe ich hier schon Abfallzone gemacht. Okay. Dann habe ich jetzt halt zwei Abfallzonen. Dann mal hier. Ein Gnom-Biologist. Gnom-Biologist, der Village am Rock befindet sich auf der Durchreise. Er heißt Joshua Gizmo Nelson. Gnom-Biologist. Okay. Was soll das sein? Könnte natürlich immer voll assi sein und den anderen Leuten ihre. Ja, eine Gruppe Piraten der Reaper Society sind auf dem Orbit direkt an. Greifen direkt an. So, wo sind sie denn? Scheinbar noch nicht komplett gelandet. Ne, warte mal. Hier direkt, auch direkt über mir landet. Wo ist denn hier unser. Gehen wir da hin. Entdeckung. Warum schießt der Schütz nicht? Doch, jetzt. Sollte mal vorsichtig sein, dass die nicht in die Zielbahn geratet. Okay. Gut, die alte ist down. Hat die irgendwas Schönes? Oder irgendwas Vorteilhaftes? Schneller gehen, Chemikalien interessiert. Ich hätte eigentlich viele Interessen, ja, das ist ja auch nicht mal verkehrt. Verweigert auch nichts. Dann werde ich jetzt mal zügigst. Der muss erstmal für Gefangene sein. Das ist jetzt allerdings eine komplette Zelle, das ist natürlich nicht cool. Ich kann sie ja erstmal. Ich muss jetzt mal zügig eine Zelle bauen. Dann mache ich das mal andersrum. Das ist jetzt. Ein Kranken. Ne, kein Krankenbett. Sondern das ist für Kolonisten. Muss jetzt irgendwie drin pennen. Und das allerdings wird dann umfunktioniert zum Gefangenenbett. Achso, dann ist das jetzt hier die Gefängniszelle. So, wo ist unser. So, du kannst aufhören. So, die wird gefangen. So, Holzbett. Das ist ebenfalls ein Krankenbett für Gefangene. Wir kriegen Medizin und wir werden probieren, die anzuwerben. Sieht's denn aus? Oh, der hat ein Holzbein. Okay. Na gut. Okay. 32% Chance ist, dass wir die anwerben können, und mit Recht, ja. Die eigentlich gedroppt, die hat aber so ein blödes Messer. Das ist noch nicht mal gut. So. Was ich noch machen sollte, ist, wo haben wir das denn? Eine Anbauzone machen. Kommt einfach hier daneben. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche, aber von diesen, wie heißen die? Das war, glaube ich, Xergium. Da kann ich nämlich dann Medizin daraus herstellen. Weil diese normale Medizin, die ich jetzt hier noch habe, die kann man nur durch Handel bekommen. Und da ich nicht so wirklich gerade eine. Okay. Okay, Strom ist nämlich weg. Material fehlt, was fehlt, dann Holz fehlt. Und wir haben ja noch den Befehl. Werde ich auch mal gleich, wie es mit Stahl aus, eigentlich nicht so schlecht, weil wir auch Stahl hier haben. Werde ich noch eine Solaranlage bauen. Am besten hier mit dran. Okay, das ist vom Layout nicht so krass, finde ich eigentlich, aber okay. Ah ne, jetzt zeigt das auf den Mülltonnen gemacht. Dann breche ich schon das mal ab. So, was ist hier?
Oh, wir haben die erfolgreich angeworben, das ist gut. Jetzt ist meine Abfallzone ein bisschen kleiner geworden. Aber die muss noch nicht da sein, das ist egal. So, wo können wir denn noch am besten... Ja, vielleicht baue ich auch lieber so ein Windkraftwerk. Ich glaube, ich baue erstmal so eine Windturbine hier. Brauchen mehr Stahl. Wir haben aber noch Stahl. Was liegt da nur rum? So, jetzt ist Anna fertig. Jetzt kann Anna irgendwie einen Raum haben. Ist sie noch verwundet? Was hat die eigentlich an Nahkampf gehabt? 5. Hm. Dann kann sie ja ihr blödes Messer wieder haben. Habt ihr schon eingelagert? Ja. So. Dass sie wenigstens was hat, um sich zu verteidigen. Zwar finde ich den Nahkampf hier ist ein bisschen... Ja, ein bisschen kritisch, weil wenn man keine wirkliche Rüstung hat oder so, dann kann das ziemlich schnell ins Auge gehen. Also man stirbt ziemlich schnell. Wo ist hier die Zone weg? Die Lava-Zone. Da fehlt Holzbohnen, okay. So. Ach, wir brauchen natürlich Strom noch für unsere... Schon wieder. Wildschwein ist verrückt geworden. Durch hier? Nö. Und würde ich ja sehen. Ach, da ist es. Das ist das verrückte Wildschwein, oder? Tja, eigentlich, ja, geh mal rein, du bist doch im Nahkampf, eigentlich. Ja, warum wehrt die Sau sich nicht? So. Macht das Schwein mal gleich tot hier. Dann haben wir nämlich gleich ein bisschen was zu essen. Dann brauchen wir noch ein Krankenbett. Ich werde mal Folgendes machen. Da die ja recht groß geworden sind. Hier einfach mal ein bisschen hier aufteilen. Ist jetzt zwar nicht, naja, so riesig. Das kann man hier erstmal lassen. Ne, halt. Möbel, so Stahlbett, ne, Holzbett. So. So. Das Projekt muss so ein bisschen Wind blockiert durch Ameisenbaum. Ja, die sollte ich mal schnellst abbauen hier. Die kann ich noch nicht abbauen. Kann ich die nicht irgendwie reißen oder sonst irgendwas? Die ist wirklich. Ah doch, jetzt kann ich das machen. So. Die sind nämlich im Weg. Bäume hier. Das Gras muss ich jetzt da nicht wirklich wegmachen, aber. Lagern wir das ein, was geschnitten ist, oder was? Naja, macht mal. So, wo ist das Schwein? Das liegt da noch rum. So, dann kann das ja geschlachtet werden. Schlachttisch. So. Eigentlich machen wir das immer, dass immer geschlachtet wird. So, jetzt kann ich hier die Zone noch machen. Schöne Lagerzone. So. Dann nehme ich das schon mal als Krankenbett. Weil Anna ist ja wieder verletzt. Genau. Ach, und Dina muss kochen irgendwie mal, oder? Das habe ich bestimmt auf immer gemacht, oder? Ja, immer. Gucken wir, ob wir auch leckere Mahlzeiten herstellen können.
Wir brauchen wieder Holz. Gut, dann läuft das schon mal. Warum forscht eigentlich niemand die ganze Zeit? Wer ist denn eigentlich unser Forscher? Mal sehen, forschen. Hier, die Beeren. Der hat 4, die hat 6. Dann machen wir mal, dass die beide forschen. Da wir haben das in der Reinigt. Muss man irgendwie. Machen wir mal so, dass alle mal reinigen. So, kreativ sein, das ist okay. Fertigen mit tiefen Skill 4. Hoch 4. 3. 3, okay. Wahnsinn. Wenn ich Pflanzen macht er, Bergarbeit macht er dafür nicht. Dafür baut er an. Das tut immer Landwirtschaft. 5 hat er. 3. 11. Okay. Er ist auch ein bisschen interessiert darin, deswegen lassen wir das jagen. Du jagst nicht, weil du hast bloß ein Messer, das geht nach hinten los. Kochen kann nur sie. Aufsehen, ja. Macht sie dafür nicht, weil die muss forschen. Regeln, ja. Okay, ist eigentlich Wumpel, wer das macht. Können ruhig alle machen. Das mache ich nicht so oft. Patient sein ist natürlich jeder. Verarzt, mal gucken. 4, 6, 3, die hat 3, okay. Brandbekämpfung sollte jeder eigentlich machen, außer die Leute, die das nicht können oder nicht wollen. Bergarbeit, ich habe Bergarbeit, zu Interesse dran und dann macht er das auch mit. Okay. Aber bauen, mal gucken. Sollte jeder bauen? Nur die wirklich, die da Interesse dran haben, oder? Sonst sind das ja verschenkte Skillpunkte für die anderen. Na gut. Mal sehen. Ich habe mal nebenbei auch mal diese, ich sag mal, Schneeregion oder diese kälteren Region probiert, um zu gucken, wie sich das da so spielt. Aber das ist eigentlich, ich sag mal, nicht so schwer, wie ich dachte, aber halt das Problem ist da drin, dass man halt überall Heizungen in den ganzen Räumen braucht. Und da muss man natürlich eine durchgehende Stromversorgung haben. Und das kann zum Beispiel kritisch sein, wenn man zum Beispiel viele Solarkraftwerke hat und dann auf einmal kommt eine Sonnenfinsternis, dann ist dadurch natürlich der Strom weg. Oder so. So, was haben wir noch? Fehlt hier an Materialien? Holz fehlt einfach. Ja, Holz haben wir doch jede Menge. Achso, und Holz hat man da natürlich auch sehr, sehr wenig. Weil es halt meist sehr kalt ist, wachsen die halt sehr langsam, die Bäume. Ne? Dann sind halt auch sehr wenig vorhanden. Ich habe da probiert, Bäume selber anzubauen, aber da muss man halt wirklich so ein, wie so ein Gewächshaus muss man da bauen. So, was ist noch blockiert? Hier durch diesen blöden Ameisenbaum. Der soll doch eigentlich auch weg, oder? Ich denke mal, die Bienen stehen auch noch im Weg. Achso, und der dahinter natürlich genauso. So, okay. Haben wir alle 4 Leute? Irgendwo muss jetzt ein Bett leer sein, hier genau. Hier pennt unser Farmer drin. So. Da unten ist halt so ein Notbett, da will da niemand wirklich drin pennen. So, okay. Aufgabe beendet, koche leckere Mahlzeiten, okay. Dann jetzt. Stammesmitglieder der Legua Kroyo sind in der Nähe, sie bereiten sich noch vor dem Angriff vor, okay. Wo sind denn die Halunken? Diese Stammesmitglieder sind zwar immer meistens alle schlecht bewaffnet, aber die sind halt alle immer so sozialmäßig überlegen. Also sie kommen gleich mit 4 Leuten oder so. Jetzt kommen sie mit 3, okay, dann werden wir mal. Die bereiten sich ja noch vor, habe ich gelesen, oder? Ja. Okay, schauen wir mal, was die machen. Noch lungern sie da nur rum.
Die lassen sich ja manchmal schon Zeit. Okay, jetzt greifen sie an, dann werde ich mal. Du stehst mal auf, du wirst dich immer zunehmend schützt. Du. Und du. Und du, der versteckt dich mal in dem Raum. Ich weiß nicht, wer denn eigentlich noch die andere Knarre. So, und du hast noch die andere Knarre. Könntest du eigentlich mal mitschießen hier? Muss mal gucken. Ne, okay. Meistens, manche kommen immer an mit Granaten und Molotov-Cocktails. Das ist ziemlich uncool. Die haben wir schon genug. Okay, du bist auch tot. Ja. Die ziehen sich zurück. Dann kommt die mal weg. Gut, dann haben wir keine Verletzten. Das ist schon mal praktisch. Gut, dann müssen wir auch mal anfangen und die Toten zu begraben. Weil die mögen das nämlich nicht, wenn hier so die Leichen rumliegen. Hat irgendwo schon ein Grab angefangen. Machen wir das hier hin. So. Da haben die mitgebracht. Ein Knüppel. Diese Stammeskleidung war nochmal. Achso, du brauchst jetzt hier nicht rumstehen. So, zieh die mal aus. Die ist tot. Und du ziehst die mal aus. Mal wissen, ob diese Stammeskleidung irgendwie. Jetzt liegt da eine nackte Leiche rum. Guck mal. Okay, die ist hungrig. Nackt. Ach, die ist nackt. Wo ist sie nackt? Jetzt zieh doch mal die Stammeskleidung an. Schlecht. Hört sich an. Die ist kalt, achso, was da drin ist. Ich weiß nicht, mal gucken, wie diese Stammeskleidung. Naja. Also bringt ehrlich gesagt ja nichts. Die bringt nichts. So, noch jemand, der hier rumsteht, oder? Nee. Gut, okay, dann haben wir erstmal den Angriff erfolgreich abgewehrt und wir werden dann beim nächsten Mal hier weitermachen an der Stelle. Bis dann.